Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 31, glaube, von Avorion. Ja, der Thomas Stieler hat mir geschrieben, dass ich hier wieder mal alles Mist gebaut habe, auf Deutsch gesagt. Manchmal ist es so, dass ich halt was richtig mache und dann wieder vergessen habe. Genauso ist es und das ist für mich unwahrscheinlich schwer, dass alles, was da kommt und wieder gemacht ist mit den vielen Sachen hier, dass ich das immer bei Laune halte sozusagen oder das auch umsetze. Aber meine Güte, es ist nur ein Spiel und ich will es gut machen und ich versuche mal jetzt einen Punkt erstmal ranzunehmen. Der Thomas hat geschrieben, ich soll mal ins Baumenü gehen, soll da das Auge auswählen, soll dann den Generatoren zum Beispiel nehmen und dann mal gucken, wie groß sie sind und vielleicht da dran bauen. Das machen wir mal in dieser Folge und gucken uns das dann an, wie das aussieht. Wenn wir Generatoren haben, gucken wir noch nach einem Energiespeicher, vielleicht schauen wir uns in dem Schiff erstmal an und dann gucken wir weiter. Ich mache mal Punkt für Punkt und wollen wir mal langsam machen. Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro sehen wir uns gleich im Schiff. So. Jetzt sind wir drinne und gucken uns das Ganze an. Das hier ist das Auge. Ich kenne es nicht. Neutraler Editor, Pfeile. Was ist das hier? Ansicht auf Auswahl zentrieren, das ist cool. Keine Highlights. Geschütze, Blockschäden. Was sind denn wir? Ja, da weiß ich auch nicht, wofür das gut ist. Silhouette einstellen, Schieferturm von Pisa. Ach so, das ist so ein Teil, dass ich das zum Vergleichen habe, oder was? Eiffelturm. Okay, der ist viel größer. Keine Silhouette. Sichtbar. Ich weiß nicht, wofür das ist. Ist das hier mit? Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wofür XYZ ist sichtbar. Rechts, links, rechts, beide Seiten. Ja, nee, das kann gleich schon wieder weg. Haben wir was Falsches gebaut? Zeige nur bestimmte Blöcke. Das ist jetzt interessant. Das können wir erstmal so lassen und wir gucken uns jetzt erstmal hier Generatoren an. Aha. Wieder hin am Ende sind auch noch Generatoren? Ne, das sind die Waffen. Aber egal. So, jetzt haben wir hier Generatoren. Thomas hat geschrieben, dass das hier wichtig ist, so einen dicken, fetten Block zu haben. Deswegen Steuerung C, Steuerung V. Wir haben den Block ausgewählt und können jetzt bauen. Hier ist, glaube ich, hinten, ne? Gut, das bedeutet, wir machen jetzt hier wieder alle Blöcke sehen, genau. Und jetzt bauen wir den ganz einfach hier unten mal drunter. Ist nur die Frage. Okay, kann ich jetzt. Also, nee, den wollte ich behalten. Aha, jetzt hat er das zentriert auf einen Baustein, den ich jetzt nicht bearbeiten möchte. Jetzt nochmal. Jetzt hat er das, glaube ich, richtig, ne? Ja. So, gehen wir unten runter und basteln den da mal hin. So, jetzt haben wir da Energie zugekriegt und zwar eine ganze Menge. Jetzt ist das mal was Ordentliches. Gut, jetzt gucken wir uns die nächsten Blöcke an. Und zwar die Energiecontainer. Den habe ich gebaut. Und wie wir sehen wir, dass ich den da vorne wahrscheinlich auch gebaut habe. Ich glaube, diese Energiecontainer sind in dem Schiff gar nicht vorhanden gewesen. Kann das sein? Das ist natürlich nie so dolle, ne? So, jetzt haben wir hier noch Pitch. Oben, unten, links, rechts, rollen. Hyperraumsprungenergie, okay, das werden wir nie erreichen hier, weil ja, das sieht wahrscheinlich so aus, als ob das etwas schwierig ist. Ach so, dann müssen wir jetzt hier vielleicht das nochmal zurücksetzen besser. So, jetzt gucken wir mal erstmal. Pitch, das ist ja nicht viel, ne? Dann lassen wir gerade ein Stück vorfliegen. Oben, unten war das, ne? Ja, das ist aber schon sehr träge. Da sollten wir tatsächlich was dran tun. Wir müssen aber gleich noch zu dieser Station. Dreht der auch? Ah, jetzt kommt er. Aber äußerst schlecht. Gut, okay, dann lass das mal da so schweben und wir gehen da nochmal rein und gucken zu, dass wir jetzt nochmal das Auge aufmachen. Wir wählen jetzt den Gyro Phalanx aus. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Und haben dann
Okay, da unten so einen dicken. Da oben ein paar kleinere. Weiß nicht, ob ich schon wieder welche gebaut habe. Aber wir nehmen den mal. Steuerung C, Steuerung V. Und dann mache ich ihn aus. Okay, machen wir mal den Stein wieder als Zentrum der Macht an. So, und jetzt würde ich den da gerne dran hauen. Ich muss jetzt drehen und zwar in die blaue Richtung. So, dann wird oben unten besser, ne? Das sieht ganz gut, glaube ich, aus. Und die anderen Richtungen waren ja auch nicht gut, ne? Also das würde bedeuten, ich kann hier mal wieder rückwärts machen wahrscheinlich. Und den nochmal da dran bauen. Okay, das sieht jetzt ein bisschen doof zwar auf der einen Seite aus, aber auf der anderen Seite ist halt so, ne? So, jetzt haben wir das hinbekommen. Gehen mal raus und schauen jetzt mal. Oh ja, dreht sich eine ganze Ecke besser. So, wo ist die Station? Weil wir brauchen jetzt Mechaniker, wie da steht. Ist das die Station hier? Oder war da noch eine näher? Nee, wohl nicht, ne? Bin ich schon so weit weg von der geflogen? Okay. Wo ist sie denn jetzt? Da. Dann fliegen wir da mal wieder ran. Schauen, dass wir da interagieren. Und gucken, dass wir irgendwo einen Dockingport haben. Und da gibt es irgendwo einen Dockingport. Der da ist am nächsten, glaube ich. Gut, da sind wir dran. Ne? Gedockt. Und Crew handeln. Und wir brauchen einen Mechaniker. Den kommen wir ein. Alles ist gut, sogar mehr wie nötig. Und ich denke mal, hier haben wir diese Besatzungsmitglieder, die. Ne? Die nehme ich mal mit zur Reserve. So, kann das Ding rückwärts fliegen? Glaube nicht wirklich, ne? Nö. Okay. Komme ich weg ohne Schaden? Ich glaube schon, ne? Ja, gerade mal so. Okay, dann haben wir das erstmal gemacht. Das hat soweit geklappt. Wir haben Leute an Bord, die uns jetzt hier das Schiff wieder steuerbar machen oder besser steuerbar machen. Das ist richtig. Wir haben hier diesen Hyperraumsprungenergie, die kriege ich nicht weg. Wir haben das hier im gelben Bereich, nicht mehr im roten. Das ist schon mal gut. Obwohl, das könnte mehr sein, ne? Vielleicht gehen wir da noch mal rein. Ab ins Baumenü. Setzen den Stein als Zentrum wieder ein. Und kopieren den mal. C, V. Und der macht so, der macht so. Das heißt, hier müssten wir jetzt noch die Spiegelachse einmal anmachen. Ne? Ja, genau. Und dann würde ich den jetzt noch drehen wollen. In welche Richtung? In die Richtung. Dann würde ich das Rollen sehr stark verbessern. Das ist auch am schlechtesten, wenn ich das da so sehe. Ich würde mir aber vorstellen, dass wir das ein bisschen so machen. Weil der ist ja auf zwei Seiten, ne?
Rollen ist jetzt dreimal so stark wie das andere. Gucken wir uns an. Wie testet man Rollen, ne? Gute Frage. Ja, das Rollen geht gut. Das hat er jetzt schon mal richtig gemacht. Okay, da oben gibt es noch was zu kaufen oder verkaufen. Das nehmen wir und schauen weiter. Ja, das war jetzt mit den Teilen, die wir größer machen wollten, ne? Energie sieht jetzt erstmal gut aus. So, wenn ich jetzt den Schwung nehme, wie lange kann ich denn mit dem Ding fliegen? Okay, jetzt geht der Saft runter. Und ist jetzt alle. Brauchen wir dafür jetzt den Speicher? Dass der noch größer ist? Jetzt baut sich die Energie erstmal wieder auf. Ja, gute Frage, ne? Ach, er fliegt bestimmt mit oder sowas, ne? Ist der Eskortieren eingestellt? Ich glaube schon, ne, oder? Muss ich mal gucken. Kommt der hinterher, ne? Ja, der kommt hinterher, glaube ich. Okay. Das Ding dreht relativ flott, ne? Ja, kann man so lassen, denke ich mal. So, dann würde ich sagen, Thomas, machen wir jetzt so. Ich habe das erstmal umgesetzt und den nächsten Schritt muss ich gucken, was ich als nächstes mache. Aber wir machen das jetzt peu à peu, damit das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ne? Das war jetzt erstmal die Teile bauen, damit er erstmal ordentlich Energie hat, nicht so klein, klein. Dann schreibt mir bitte im nächsten Kommentar einen Teil, den wir so machen, vielleicht zwei, aber nicht so viele. Das mit den vielen, das ist nicht meins. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.